Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Skyforge. Ja, unsere kleine Serie geht weiter. Die ganzen Charaktere einmal vorstellen. Der Zauberer, das ist übrigens der Hexer, wenn ich mich jetzt nicht nicht irre. Ne? Der wird mal wird als Sorcerer bezeichnet, mal als Hexer, mal als Zauberer. Ne? Im Baum ist der, ne? Also im Atlas. Ja. Sollte man auch mal in den Atlas gehen, ne? So, im Atlas haben wir den hier hinten, wenn ich mich nicht irre. Ne? Da. Klasse Hexer. Dunkle Zauberkräfte, Flüche und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, das hier ist der Sorcerer. Der Hexer, der Zauberer. Ich könnte mich irren, aber ansonsten, in dem ganzen Atlas ist kein anderer Zauberer zu finden. Und von daher, das müsste er sein. Das müsste er sein. Ne? Denn, wenn man sich die ganzen Charaktere hier so anguckt, es gibt hier auch keinen Hexer. Es gibt hier keinen, der Hexer heißt. Es gibt nur einen Nekromant, aber den Nekromant, der ist woanders. Ne, passt schon. Na gut, was ist heute an der Reihe? Heute ist an der Reihe, hier hinten, der Kanonier. So, Kanonier, würde ich mal sagen, wird eine Fernkampfklasse sein. Ne? Schweres Geschütz. Bin mal gespannt, was der so drauf hat. So, Kanonier, okay. Massenfeuer. Einmal links drücken. Muss ich gedrückt halten? Nö, ne? Feuert einige Zeit auf das Ziel. Erhöht das Hitzeenergielevel. Wenn sie 300 erreichen, nimmt die Feuerfrequenz ab. Okay. Das heißt... Okay, ich muss auf dem Ziel bleiben. Hm, okay. Ich drücke einmal kurz. Dann macht er so eine kleine Salve. Okay. So ein bisschen behäbig, ne? Na gut. Okay. Plasmagewehr. Transformiert deine Waffe in ein Plasmagewehr. Wenn man wieder die 1 drückt, verwandelt es sich zurück. Energetischer Impuls fügt einem einzelnen Ziel Schaden zu, fügt großen Schaden zu und verbraucht Hitzeenergie. Oh. Na gut, wir drücken erstmal 1. Ne, erstmal so. Pum pum. Kann ich hier schießen? Einfach so schießen kann ich nicht, ne? Ich brauche immer ein Ziel. So, 1. Okay. Eine kleine Bazooka jetzt, oder wie? Rums. Ah, da macht es Rums. Okay, und jetzt habe ich Schnellfeuer. Feuert auf einen großen Bereich vor dem Kanonier. Verfügbar im Maschinengewehrmodus. Habe ich jetzt aber... Moment. Maschinengewehrmodus. Hm. Nicht schlecht. Also die Technik ist auf jeden Fall eine ganz andere, als ich bisher erlebt habe. Weil man tatsächlich diesen Hitzelevel hat. Und merkwürdigerweise baut sich der jetzt aber auch gar nicht ab. Ich bin bei 210 Hitze und es wird nicht weniger. Warum nicht? Okay, einmal die Bazooka. Plasmastrahl. Verursacht entlang der Bewegungsrichtung Schaden. Verfügbar im Plasmagewehrmodus. Okay. Okay, Plasmastrahl. Hinter ihm sind... Ja, okay, hinter ihm sind Leute. Oder Golems. Boom. Jetzt gucken wir uns das mal so ein bisschen von der Seite an.
Zack. Nicht genug Ressourcen. Ah, okay. Ah, Moment. Im Plasma... Schaden? Im Plasmagewehrmodus wird die Hitze verbraucht? Ich glaube, ne? Hiermit... Das ist ja auch eine interessante Mechanik. Im Maschinengewehrmodus erzeugen wir Hitze. Ja? Ich erzeuge Hitze. Mache damit natürlich aber auch Schaden. Im Plasmagewehrmodus verbrauche ich Hitze. Gut, jetzt habe ich natürlich kein Ziel hier. Aber klar, das Gewehr glüht, ne? Gewehr glüht. Pam! Und Hitze geht weg. Ich begreife das Ganze. Ja, interessant. Mit Maschinengewehr Hitze aufbauen, mit Plasma Hitze abbauen. Mhm. Artilleriegeschütz 1. Drücke erneut. Raketensalve. Halte das da eins gedrückt. Okay. Okay. Kann ich da auch denn woanders hinschießen? So hier? Ja, ne? Ich brauche einen Gegner. Ich will mal kurz... ich will mal kurz austesten. Raketensalve. Erheblichen Schaden zu. Verwendet Geschosse. Okay. Halten wir mal gedrückt. Okay. Auch nicht schlecht. Zielsuchsystem. So, ich glaube, jetzt geht's los, ne? Jetzt muss ich richtig kämpfen. Alle Geschütze sind weg. Ach, Kanonier hat schon Power, ne? Kann man nicht anders sagen. Muss er aber wohl auch haben. So, kriege ich das hin von hier, die zu beschießen? Sache. Plasma ist aufgeladen. Ich kann nicht mehr schießen. So, und der dicke Boss... Wollen wir mal gucken, wie gut wir den so fertig kriegen. Kanonier hat so eine Reichweite. Der hat ja gar keine Chance. Schaut euch das mal an. So, ich bin wieder voll. Ich werde jetzt nochmal die Artillerie ein bisschen... Zack. Boah, gefällt mir. Kanonier hat Power.
Der Kanonier hat Power. Leute, mir hat das gefallen, der Kanonier. Also Kinetiker und Kanonier, bisher meine Favoriten. Natürlich auch der Schattenmeister, klar, sonst würde ich ihn nicht spielen. Aber, also Kinetiker und Kanonier würde ich momentan dem Ritter und dem Hexer also auf jeden Fall vorziehen. Ich persönlich, ne? Ist meine persönliche Meinung. Ihr seht das vielleicht anders, dann könnt ihr mir einen Kommentar schreiben, dann könnt ihr mir sagen, warum der Zauberer und der Ritter besser sind, ne? Argumenten bin ich ja durchaus aufgeschlossen gegenüber. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald!